In den Jahren der Weimarer Republik, besonders nach der Revolution 1918-19, erhielt erstmals und erstrebte die Frau die Gleichberechtigung zum Mann. Beginnend beim Wahlrecht bis hin zu sexueller Emanzipation und ökonomischer Eigenständigkeit. So bleibt natürlich nicht aus, dass auch in der Kriminalgeschichte die Frau sich eine zunehmende Rolle erkämpft. Ein Kenner seines Fachs, der Kriminalkommissar Ernst Engelbrecht, gibt uns in seinem 1924 erschienenen Buch Verbrecher einen tiefen psychologischen Einblick. Die Frau als Verbrecherin. In der Kriminalgeschichte aller Länder hat die Frau von jeher eine große Rolle gespielt. Es darf aber als feststehend angesehen werden, dass gerade die letzten Jahre eine erhebliche Zunahme ihrer Kriminalität gebracht haben. Jedes Land hat in der letzten Zeit seine großen Mordprozesse gehabt, in denen sich Frauen, gerade in Deutschland, einer großen Anzahl von Mordprozessen die geradezu erschreckend anwachsende Kriminalität der Frau erwiesen. Während die Frau im Allgemeinen früher durch ihren vorzugsweise häuslichen Beruf und ihre physische Schwäche vor dem Verbrechen geschützt war, verfällt sie in der heutigen Zeit, wo sie mehr oder weniger in den Kampf des Lebens gezogen wird, auch mehr und mehr der Kriminalität. Im Gegensatz zum Manne werden bei der Frau die Faktoren der Kriminalität vorzugsweise in der Gefühlsebene zu suchen sein. Dementsprechend sind die Motive für ihre strafbaren Handlungen vorwiegend in den bei ihr besonders stark ausgeprägten Charaktereigenschaften wie Hass, Rache, Neid, Eifersucht und Eitelkeit zu finden. Die Auffassung der Frau von Recht und Unrecht ist vielfach nicht klar. Bestimmte Begriffe wie Berufs- und Standesehre, Notwendigkeit der öffentlichen Ordnung und so weiter sind ihr verhältnismäßig fremd. Die Hauptwaffe der Frau ist die List, welche sie der Logik des Mannes, seinen physischen Kräften und seiner Tatkraft gegenüberstellt. Deshalb neigt auch die Frau besonders zu den Vergehen und Verbrechen, welche ihr die Ausnutzung dieser Veranlagung gestatten. So zum Beispiel zu Verleumdungen, Erpressungen, falschen Anzeigen, anonymen Drohungen und so weiter. Aus demselben Grunde ist auch das Gift die Mordwaffe der Frau. Die vielen heimlichen Vorbereitungen und die Anwendung von List, um das Opfer zum Einnehmen des Gifttrankes oder der Giftspeise zu veranlassen, entsprechen schon an und für sich dem weiblichen Charakter. Die großen Giftmordprozesse der letzten Zeit, in welchen Frauen vor Gericht standen, sind wohl noch in aller Erinnerung. So der Prozess gegen die beiden entmenschten Weiber Nebbe und Klein, welche sich zusammen verabredet hatten, sich ihrer Männer zu entledigen, um dann ungestört ihrer anormalen Veranlagerung leben zu können. Die Korrespondenz dieser beiden Weiber, in der sie sich dauernd ihrer gegenseitigen Liebe versicherten und sich über die Schmerzen und Qualen der langsam hinsiechenden Männer belustigten, bewiesen eine geradezu unglaubliche Verrohung. Eine andere Giftmörderin, die 30-jährige Rosa Genschow, hatte Männerbekanntschaften gemacht, diese in Likörstuben verschleppt und ihnen dort in Likören den Gifttrank kredenzt, um sie dann zu berauben. In einem weiteren Falle hatten im Jahre 1920 zwei Frauen, eine 40-jährige Witwe und ihre 19-jährige Tochter, eine alte, in ihrem Haus wohnende Frau vergiftet, die Leiche zerstückelt, in dem Waschkessel zerkocht und dann die Knochen vergraben. In den bekanntesten Fällen Nägler und Hasse stammen die Frauen aus guten bzw. sogar allerbesten Kreisen. Schlüpfrige Lektüre, leichtsinnige Gesellschaft sowie Morphium- und Kokaingenuss hatten sie so weit gebracht. Die Verhandlung ergab, dass ein Mann wohl der eigentliche Anstifter war, dass aber die Frau mit wahrer Gier den Mordgedanken aufgenommen, weitergesponnen und dann ständig den Mann zur Ausführung des Plans angetrieben hatte. Das Verhalten der Frau bei der Tat selbst war in den beiden Fällen brutaler als das des Mannes. Der Kriminalpsychologe Groß sagt: Hängt die Frau erst einmal an einem Manne, dann geht sie auch überall mit und ist ihm bei den verabscheuungswürdigsten Verbrechen seine treueste Gefährtin. Im Allgemeinen neigt die Frau aber nicht zu gewalttätigen Verbrechen, zu Raub und Einbruch, ebenso wenig auch zu solchen Vergehen und Verbrechen, zu deren Tätigung scharfe Überlegung
und Intelligenz erforderlich sind. Auch bei der Kuppelei, die ja dem weiblichen Charakter besonders entspricht, tritt das weibliche Geschlecht vorwiegend hervor. Auf Abtreibung näher einzugehen erübrigt sich. Sie liegt ja auf dem ureigensten Gebiete der Frau. Die Zunge ist das Schwert der Weiber, denn ihre körperliche Schwäche hindert sie, mit der Faust zu kämpfen, und ihre geistige Schwäche lässt sie auf Beweise verzichten, also bleibt nur die Fülle der Wörter, sagt ein bekannter Kriminalpsychologe, und entsprechend außerordentlich groß ist auch der Anteil der Frauen an Beleidigungsdelikten. Bei der Frau spielt bezüglich ihrer Kriminalität das Sexuelle eine große Rolle. Ihre verschiedenen sexuellen Zustände und Schwächen beeinflussen sie zweifellos körperlich und physisch. Ja, diese Beeinflussung kann so stark sein, dass manche Verbrechen der Frau, wie Ladendiebstahl, Brandstiftung, Kindesmord und so weiter, häufig durch solche sexuellen Zustände, die allerdings als krankhaft gelten müssen, direkt veranlasst werden. Schreibt ein Frauenkenner. Natürlich. Ein Mann.